Hallo und herzlich willkommen zurück zu Senua's Saga Hellblade 2 und dem Beagle. Ich finde es toll, dass im Pausenmenü der Name steht. Die Chance, dass ich ihn falsch sage, ist umso geringer. Wir sind hier mit dem Typen, dessen Name ich mir nicht merken konnte, unterwegs. Ja. Bin es ja schon gewohnt, irgendwo alleine im Nirgendwo zu sein. Außerdem habe ich euch, meine Stimme. Ich habe euch, ja? Alles gut. Ich bin jetzt zur nächsten Höhle. Also irgendwas an der Kameraführung sorgt ernsthaft immer noch dafür, dass mir teilweise schlecht wird. Warum haben die denn jetzt auch so bescheuerte Waffen, Masken auf? Ich traue dem Typen nicht, aber egal. Wo Untertitel? Remember. Wow. Her rage holds her here. Oh Gott. Trapped in her hell. I need to free her from prison. Das ging jetzt ernsthaft schnell, ne? Wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss, aber sei es drum. Die Musik ist geil. Ein geliebte Menschen verlieren, sind wir ja auch mittlerweile Profis. Gott. Aber wo muss ich hin? Okay. Darüber nehme ich mal an. Mein Name, das beunruhigt mich. Oh. Weggeburnt. Ach du Scheiße, nee. Aber wie? Der Rhythmus ist sehr scheiße, ne? Oh, das war jetzt aber gnädig von dem Spiel. Da hinten, oder? Das ist aber sehr weit weg, ne? Ich meine ja nur. Ah, shit, ey. Das ist sehr weit weg, Leute.
Lauf, Senua, lauf! Oh Gott, das ist, solche Spiele hasse ich, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Hier? Offensichtlich. Okay, der Rhythmus ist fair, wenn man sofort losläuft. Oh Gott, nee, Senua. Nee, 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 nee. Jetzt müssen wir nochmal eine Runde warten. Oh Gott, das war knapp. Ich lasse mich, wie gesagt, mal ausgeblendet. Wie gesagt, ist gut, habe ich diese Folge noch gar nicht gesagt. Noch eins. Hauen. Ob die Befreien wirklich das Richtige ist? Ich weiß jetzt nicht so recht, aber... Die Musik ist Hammer. Ich muss warten. Oh Gott. Ich hab den Rhythmus nicht. Ich hab den Rhythmus nicht. Alter, das hat mehr und mehr einen Herzschlag, oder? Oh Gott. Aber wo? Ja, aber ich habe nicht zigtausend Menschen umgebracht, um mit diesem Schmerz zu entkommen. Just saying, ja. Aber warte mal, geht's hier weiter? Ja! Es geht hier weiter. Oh Gott, ihr seid scheiße. Ach so, Leute, das funktioniert so einfach, okay. Das war, ich wollte, Entschuldigung, Senua. Hauptsache, ich komme hier weg. Oh Gott. Hier, hier, hier. Ich fühle mich hiermit nicht wohl, Leute. Die haben den Takt erhöht. Ich weiß nicht, wo ich hier genau hin soll. Oh, da nicht. Ah, da vorne. Oh Gott. Okay. Das sieht ein bisschen crazy hier aus. Erinnert mich an Hehl. Oder das, was Hehl war. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh Gott. I will not heal anymore. Kann ich weitermachen? So kann ich. Gone forever. Jetzt beruhig dich mal, Dulga. Beruhig dich mal, ja? Schaffe ich das? Ja. Oh Gott. Rennen sie nur. Rennen. Nein, wir sterben. Oh Leute, die Steuerung ist gerade so schwammig dafür.
Hab ich richtig vermutet, Gott sei Dank. Ach Gott, ist nicht schön. Leute, ist gerade nicht schön. Oh Gott, ich muss weiter. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Und weiter geht's. Idulga, nicht nett. Können wir uns darüber einigen, dass das nicht nett ist? Oh Gott, Senua, was machst du denn? Das machst du gerade selber, ne? Das mache ich gerade nicht. Ja, danke. Was habe ich denn gemacht, dass ich jetzt gestorben bin? Achso, ich bin nicht richtig gerannt. Oh Gott. Das stresst mich. Okay, noch eine letzte Kette. Das sieht so krank aus. Habe ich die Riesin jetzt mit purer Liebe umgebracht? Senua. She is dying. Iltoiga, she is. Kann ich das? Will ich das? You know what to do. Give it to her. Her baby. She just wanted to protect what she loved. What happens when you fail? You break. You become monstrous. Consumed by rage. Grief. No more. Let them rest together. Together. Together now. Let her rest. It's time. Sleep well. Inga. Silence. She is gone. Ah, sorry, wenn ihr das hört. Ich muss mein Mikro ausmachen. Ich kann mein Mikro nicht ausmachen. Scheiße. I'm so sorry. Triumph. But this means nothing. This woman was no god. She was weak. Like you. This changes nothing. I need to go home. Will your father join us if you tell him what you saw? Yes. He will not run from battle. He will lead us into it. There is more than the sword here. More than he can understand. No more slaves. And no more sacrifices. He is trying to understand. Is no more sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have, but not in the way he thinks. No more sacrifices, swear. I never wanted any of that. Oh. I just did not believe it was possible to defeat them. And now I see. A ray of hope. If this is real, no more sacrifices. You have my word. This needs to be for something. Be sure. Na, ich weiß ja nicht. She is exhausted at sunrise. I will come with you. I know the goal. And he respected me once. I will bear witness to what was done here today. What are we going to do next, son? What? She will stop the slavers, but the signs are leading her down a different path. She won't have to fight them. Just show them. How the world can change. No more giants. No more sacrifices. She has found out the secret. She has the key, but... Wisdom has a price. Remember?
What happens when you face the void and human eyes look back? She can meet these eyes and take that burden, but it takes its toll. This isn't the right way. I told you we need to head further inland. Well, perhaps you're right. We need food and shelter. And there is a settlement nearby. Bothervik. Yes. Are you mad? They will kill me on sight. They hate the Bjork. They've been pains in our asses since long before the fall. And do you think you might have given them a cause to hate you? Don't worry, lad. I'll protect you. Einen Moment, Leute. Ich muss jetzt einmal... Ich weiß gar nicht, wie mache ich das jetzt am besten? Wir haben draußen wieder mal unseren Müllmann stehen. Und der meckert und meckert und meckert. Und das hört man. Der ist wirklich laut, Leute. Der ist wirklich laut. Ja. Kann ich jetzt leider gar nicht ändern. Auch ich kann... Das Problem ist normalerweise, wenn sowas passiert, schalte ich mein Mikrofon sofort aus. Und dann ist gut, ne? Aber wenn ich hier im Spiel bin und gerade in so einer Zwischensequenz, geht das nicht. Und dann kann ich mich halt erstmal nur entschuldigen. Ja, ich habe jetzt auch gerade schon überlegt, ob ich jetzt einfach kurz mal stoppe, bis der weg ist. Aber ich weiß auch gar nicht, wie man so laut sagen kann, dass man eine ganze 155 Quadratmeter Wohnung ausfüllt mit seiner Stimme. Vielleicht hört man es in der Aufnahme auch gar nicht so sehr. Ist aber ärgerlich. Wenn ihr da lang geht, gehe ich erstmal nach da unten, ja? Der Platz ist hier erstaunlich hübsch, alles. So friedlich. Das ist doch ein Gesicht. 100 Pro ist das Gesicht, laut. Ihr Lügenbarone. Also irgendwie habe ich mir den Kampf gegen die Riesin jetzt etwas spektakulärer vorgestellt. Aber was? Can you see? We give you this moment as reward. Okay. Hopeful. Als Reward von was? Ein Grab? You know, Senua. This is what it feels like when you follow your destiny. You know what to do. Weiß ich das? To this place where you belong. The beauty of it. Es sieht wirklich wunderschön aus, das kann ich nicht leugnen. Verstehen tue ich nur trotzdem gerade nicht so richtig viel. Wenn ich wenigstens, also entweder ich habe wirklich alles jetzt verpasst, was jetzt noch kam. Nimm mal einen tiefen Schluck und staune? Oh nee, ich weiß nicht, ich will Landschaft jetzt nicht schlucken. Was? Habe ich mir alles eingebildet? Wirklich alles? Sogar die Menschen um mich rum? Bin ich so weit? Ich hoffe nicht. Was wisst ihr? Oh. Ja, ja, komm, mach. Mal gucken, wie viel ich jetzt verpasst habe. Vermutlich kriege ich gleich einen kompletten Herzkasper. Oh Gott. Warte mal. Nee, ich habe nur einen übersehen. Faszinierend. 2, 3, 5. Sind noch 5. Einen habe ich nur übersehen. Ich bin überrascht. Ah,
Mhm. Ja, und? Baum, rede weiter mit mir. Ich finde den Baum immer noch super schön. Elim, ich mache hier einen Cut rein. Anscheinend haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wenn ich das richtig sehe, noch mindestens eins, zwei, also vier mindestens, wenn ich die Kugeln richtig gewertet habe. Drei, hier fünf habe ich übersehen, sechs habe ich übersehen. Erster Run, Leute, erster Run. Da macht man nicht viel dran. Ich bin mal gespannt, wie viele ich von den Holzbalken da übersehen habe. Ja, ihr wisst, was ich meine da, ne? Also, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, wo wir Itulga besiegt haben. Die Riesin, die jetzt irgendwie am Ende anscheinend doch keine Riesin war. Und er, der jetzt auf einmal einen Sinneswandel hatte, der Sklavenhändler. Andererseits, wir wissen über ihn absolut nichts, außer dass er Angst vor diesem Kreatur hatte und gedacht hatte, Menschenopfer sind das Einzige, was sie töten kann. Das ist in der Tat das Einzige, was wir über ihn wissen. Nicht, dass er jetzt Sympathieträger Nummer 1 ist, aber ich möchte jetzt nur einfach sagen, es ist schwierig zu sagen, ob er wirklich, also er hat nun mal die Menschen versklavt, er hat sie nicht sonderlich gut behandelt, er hat sie auch geopfert mit seinem Vater zusammen. Die Frage ist nur hin, ob er einfach ein braver Befehlsboy war und alles getan hat, was sein Vater ihm gesagt hat, weil er geglaubt hat, er muss das tun, weil anders der Riesin nicht beizukommen ist. Oder ob er das getan hat, weil er es geil fand. So, das weiß man halt nicht. Ich bin gespannt, ob wir da noch eine Antwort drauf kriegen. Ich will mir den jetzt nicht schönreden, aber es läuft halt nur mal irgendwo so ein bisschen drauf hinaus, dass da anscheinend was laufen wird irgendwie, wenn er überlebt. Ich weiß es ja nicht. Aber mal sehen. Habt einen schönen Tag und haut rein.